Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, dieses Video dürfte in den kommenden Tagen für ordentlich Aufregung sorgen. Ja, in dem Clip auf Instagram teilt Michael Wendler seinen Rücktritt als DSDS-Juror mit. Das ist am Ende aber nur die Randnotiz. Ein anderer Teil hat es in sich. So greift Wendler die Bundesregierung an und wirft ihr grobe Verstöße gegen die Verfassung vor. Schauen wir einfach mal in das komplette Video von Michael Wendler rein. Good morning in the morning, ich bin Micha Wendler und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Komponist und Texter, habe hunderte von Werken geschrieben und seit über 20 Jahren in der Musik- und TV-Branche. Aktuell bin ich Juror in der RTL-Show DSDS und ich möchte jetzt und hier eine Mitteilung bekannt geben. Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der DSDS-Show als Juror ausscheiden. Das ist eine Entscheidung, die ich selber hier und heute für mich getroffen habe. Ich wiederhole, der Sender hat darauf keine Einwirkung gehabt auf meine Entscheidung und hat diesen Entschluss auch nicht getroffen, sondern alleine ich. Die Begründung ist folgende. Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor. Und das mache ich nicht nur alleine, sondern auch zahlreiche Mitstreiter, wie Rechtsanwalt Dr. Füllmich, Professor Soraiti Bakti, so wie die Rechtsanwälte der Klagenpaten.de und zahllose andere. Nahezu alle Fernsehsender, inklusive RTL, machen sich mitschuldig, sind gleichgeschaltet, politisch gesteuert. Ab sofort erreicht ihr mich unter meinem neuen Kanal bei Telegram. Unter Michael Wendler offiziell bekommt ihr die ganze Wahrheit. Ladet euch so schnell wie möglich Telegram runter. Telegram ist die einzige Möglichkeit, zensurfrei Meinungen auszutauschen. Alle anderen Portale wie Instagram, YouTube oder Facebook sind zensiert und wichtige Informationen, die ihr unbedingt begreifen müsst, werden gelöscht. Deswegen seid schlau, macht es sofort und folgt mir unter Michael Wendler offiziell. Danke. Ja, wie wir aus dem Video entnehmen, fast schon zur Nebensache wurde dabei der Einstieg, also sein Rücktritt als DSDS-Juror. Diese Entscheidung, hat er ja betont, habe er ohne die Anhandlungen von RTL getroffen. Aber das Ganze rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Also er hat sich da wirklich in Fahrt gesprochen und absolut gegen die Bundesregierung und gegen die Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich glaube, damit hat er sich ein großes Eigentor geschossen. Aber vielleicht ist es auch das geplante Eigentor, um wieder in die Öffentlichkeit zu kommen, wobei er sich da, glaube ich, nicht beschweren könnte. In letzter Zeit hat er ja relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, ist vielleicht ein bisschen zurückgegangen. Also was haltet ihr davon? Glaubt ihr, das Ganze ist alles nur inszeniert? So wie ich es auch vielleicht erst glaubte. Danach habe ich aber ein Video von seinem Manager bei Oliver Pocher gesehen, das könnt ihr euch ja vielleicht auch mal angucken. Und danach wurde ich ein bisschen skeptisch. Ich bin mal gespannt, was dahinter steckt oder ob er es auflöst, à la Luke Mockridge im Fernsehgarten, oder ob er einfach nur, ja, obwohl das jetzt nicht unerwartet kommt, nicht ganz knusper ist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von ihm haltet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.